Liebe Zuschauer von SWN TV, also heute wollen wir euch mal einen Film zeigen, wie sieht Senfeld heute aus. Wir haben auch natürlich ein paar Sequenzen ausgegraben aus unserem Archiv über die Kirchweih. Schaut ihn euch an, der ist sicher interessant, dieser Film. Hier sieht man jetzt die grüne Lunge von Senfeld. Die Kirche mit dem Plan, mit dem Brunnen davor. Die Kirche von innen, die Senfelder Kirche. Leider hatten wir hier Baumaßnahmen, da müssen wir halt, geht halt nun mal nicht anders. Und hier sieht man Senfeld mit den vielen kleinen Feldern, wo Gemüse angepflanzt wird. Die Feuerwehr von Senfeld, die Frankenhalle. Nochmal Senfeld von oben. Mit der Kirche und dem Plan gut zu sehen. Im Hintergrund Schweinfurt. Hier ist die Volksschule von oder Gesamtschule in Senfeld. Das Hallenbad von Senfeld. An diesem See wird jedes Jahr an Dreikönig natürlich das Schwimmen ausgetragen, das Dreikönigsschwimmen von der Wasserwacht aus Senfeld. Hier sieht man sie schwimmen. Ah, war es ganz schön kalt damals. Das jetzt ist natürlich Sommer und wunderschön warm und da kann man natürlich da baden gehen, in der eigenen Natur, Badesee. Nochmal von oben, man sieht also die vielen kleinen Felder, wo also Gemüse angebaut wird, auch für Schweinfurt. Jetzt bitte nicht erschrecken, jetzt kommt gleich die Kirchweih von Senfeld. Die können feiern, die Senfelder. Ja, die Senfelder können feiern und leider durch die Pandemie ist die Kirchweih ja ausgefallen und ich hoffe und ich freue mich auf die nächste Kirchweih und werde sie mit Sicherheit nicht verpassen in Senfeld und ich freue mich wirklich tierisch darauf. Jetzt ein Blick auf den Reigelshof, der ja eigentlich zu Schonungen gehört, aber näher an Senfeld liegt wie an Schonungen. Ein Blick auf Meinberg mit dem Schloss im Hintergrund. Jetzt kommt Schonungen ins Bild. Und der Main natürlich im Vordergrund, der Main. Und das war unser Film aus Senfeld. Ich hoffe, er hat euch gefallen und besucht uns bald wieder.